Seid gegrüßt und seid willkommen zurück zu Karl Kestias Reise und Auftakt Star Wars Jedi Survivor. Und wir befinden uns jetzt seit der letzten Folge auf Coruscant. Flucht von Coruscant ist diesmal dieser Teil des Kapitels. In der vorherigen Folge spielte das quasi schon zusammen, dass wir jetzt vom Nachfolger Star Wars Fallen Order nun zusammen mit unserem Verbündeten BD-1, zusammen mit der Crew, die wir jetzt neu dabei haben, Coruscant infiltrieren, um an wichtige Informationen heranzukommen. Nämlich, wir arbeiten jetzt für Saw Gerrera, den wir in Fallen Order zuletzt geholfen hatten bei der Wookiee-Befreiung. Und ja, jeder, der die Filme kennt, vor allem bei Rogue One, hat er eine tragende Rolle gespielt und hat die Rebellion vorangebracht. Und wir sind jetzt quasi auf Geheiß seiner Mission mit der neuen Crew-Zusammenstellung jetzt unterwegs. Und insbesondere hatten wir jetzt kennengelernt Bode Akuna, ein Söldner für unsere Gruppe, der quasi für uns kämpft und uns hilft, hier in Coruscant die Infiltration voranzuschreiten. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Cinematic Project, wo ich weder noch kommentiere, um die Immersion nicht zu stören, sowohl als auch unwichtige oder zu lange Laufpassagen rausschneide, damit ein guter, runder Zusammenhang stattfindet, kein Leerlauf, und damit die Geschichte und diese immersive Spielwelt auch herüberkommt. Möge die Macht mit euch sein, so habet Dank, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge, euer Jorik Aurelius. Kessel! Das Kletterkabel hält. Gut, ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Hoffentlich ist die Kuh wohl auf. Wenn Gap sich langweilt, hängt sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Kuppelblist begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Es gibt nur die Macht. Crew-Kästes. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Geh vor, Schrotz. Schön, dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Hinten Zeichen vom Kerl. Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren.
Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Zwillinge, bringt Kelle über diese Kluft. Gut Job, Patissa. Danke euch. Chida. Haltet die Augen offen. Bravo sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Kein Wunder. Okay. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Syndikat-Tattoos achten, bevor ihr einen Kampf vom Zaun brecht. Ja. Hey, Akel, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Hey, Cal, ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Erste Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Puh, ihr seid wach. Warte. Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Ich bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll, ich hab ihn für dich gelockert. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Crew ist in Position, Cal. Bereit, diesen Ramsidianer zu öffnen. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Hier drin einen ganzen Trupp. Der Typ ist wahrscheinlich an. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Entsperre es. Dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe.
Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kredit in seinem. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da! Wisst, wie sie einen Verräter versteckt haben. Kestis! Los, Feuer frei! Mutter! Entdeckung! Denk, Ferrik, eine Inquisitorin! Pass auf! Danke, danke. Wir müssen weg! Kerl, komm zurück! Kerl, wo willst du hin? Komm zurück, Kerl! Oh, ist das ein Witz? Zum Mantis. Gabs, die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben.
bedeutend. Das werden Sie bereuen. Nicht heute. Stimmt zu mir. Er ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Augen darüber! Lass uns gemeinsam kämpfen. Komm zurück! Ich brauche ein Update. Warum ist mir so schummrig? Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Konzentration. Mich? Sie kriegen mich. Sie sind am Leben. Kerl! Schön, dich zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Müssen Sie ausschalten. Gerne mit meinem Ich muss auch!
her, Kumpel! Du machst mich wütend! Das wird jetzt wehtun! Ich werde dich ein für alle Mal erledigen! Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so berechenbar. Ich sehe deinen nächsten Schritt. Kestis! Ich werde dich Stück für Stück auseinandernehmen! Nicht da! Entspann dich! Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Oh.
Es ist Zeit, dich zu befreien. Ja. Mir geht's gut. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich werde sie nicht los. Festhalten. So kann man es auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Das ist unser Ausgang. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Schilde ausgefallen. Wir sind fast... Bravo! Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschicke so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Gut, wie wir erhofft haben.
Dieses Buch ist eine Kopie aus dem Jedi-Archiv. Sehr gut, Fia. Ich wünschte nur, das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Marin! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? So weit, so gut. Was ist das? Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unterlichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel. Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Billy. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit.